Hallo Welt. Hallo Claudia. Hallo. Hey. Endlich wieder Forschungsstrom. Ja. Hallo Heidi, mein Ja, neues hallo. Gesicht hier. Hey, Genau, hallo, wie ist hallo das denn? Maggie. Ich bin da, hallo. Mensch, zu viert heute. Das ist ja eine Überraschung. Genau. Heidi und die drei Fragezeichen. Jetzt müsst ihr raten, wer die drei Fragezeichen sind. Ha. Heidi, sag mal was. Hallo, wer Hallo, bist du ich bin die überhaupt? Heidi, und ich bin Forscherin an der LMU in München und an der Uni Bielefeld, aber ich sitze eigentlich nicht an der Uni Bielefeld, weil zwischen München und Bielefeld hin und her fahren wäre ein bisschen zu weit. Deswegen habe ich noch einen Arbeitsplatz am Helmholtz-Zentrum in München. Ah, Genau. Du tanzt dann auf bist du ja vielen meine Kollegin. Ich Partys. bin ja auch bei Helmholtz. Ah, super. Ich auch. Ja, cool. Ah, jetzt sehen wir uns auch in dem anderen Bildschirm. Eigentlich im Grunde genommen bin ich der Einzige hier, der nichts direkt mit Helmholtz zu tun hat. Ja. Schlimm, Leibniz-Gemeinschaft. Wie Witz. fühlt sich das an, Lambert? Ja. Leibniz-Gemeinschaft, das ist ein total elitärer Club. Ich kann es nicht erklären, Henning. Okay, für die Quote laden wir demnächst mal eine Leibniz-Forscherin ein. Ja, Ja. das ist eine gute Idee. Das braucht Nee, schon. aber Heidi, super, dass du dabei bist. Mutig, einfach mal Ja. reinzuschnuppern. Genau. Ja, du machst ja auch Wissenschaftskommunikation, habe ich gesehen. Ne? Du twitterst ohne Unterlass, hätte ich beinahe gesagt. Und kommentierst deine Forschung auch so, ne? Das machst du gerne, Ja, oder? also Twitter benutze ich ziemlich viel, aber sonst ist das jetzt schon, also so für die Allgemeinheit mache ich noch nicht so viel. Und aber das finde ich eigentlich ganz spannend und will das gerne mal ein bisschen mehr ausprobieren. Genau, ich Ja, glaube, ich muss cool. den anderen Bildschirm irgendwie ein bisschen zumachen, weil ich sehe uns die ganze Zeit verschoben doppelt. Das ist irgendwie voll Ja, stressig. das ist ganz, ganz tödlich. Das, also ich sehe uns ja tatsächlich zweimal, aber bei mir ist es zeitgleich. Das geht. Aber wie kann ich denn trotzdem noch den Chat sehen? Ich will mit dieser anderen Zeitebene gar nichts zu tun haben. Ich verdecke das Das ist immer. Ich will alles das gar nicht. Vergangenheit. 10 Sekunden her. Ja. Genau, Ja. genau. Okay, Wir ja, okay. leben schon 10 Minuten. Nee, kann man das nicht? 10 Sekunden? Zehn, Nee. ja, 10 Sekunden Auf jeden sind. Fall Ja. für den Chat sind wir in der Zukunft, ja. Chat, Ja. Wow. Krass. Das ist echt krass. Und ich sehe schon, Lambert, dir wird gratuliert zum neuen Mikro. Oh Mensch. Aber die Die Leute Leute merken das ansonsten den Chat sofort. auf deinem Handy aufmachen, ne? Ach so, ha, der Trick. Stimmt, das war, ging ja auch immer. Ja, Ja. gut. Ja, Lambert, ich muss wirklich sagen, also du klingst also Ja. vorzüglich heute. Gottgleich. Henning hat den Gag in die Welt gesetzt, dass Henning und ich jetzt gleich klingen, weil ich das gleiche Mikro habe wie er. Also wenn du ja immer fragst, was ist denn diese sonore Stimme da? Das könnte entweder Henning sein oder vielleicht auch ich, je nachdem. Ja, das Gute ist ja, dass Claudia und ich auch das gleiche Mikro haben. Im Das Ernst. heißt, es könnte quasi auch sein, dass hier nur zwei Menschen sind und nur Ja. einfach vier Bilder. Ja. Das sieht nur so aus, als wären hier mehr Leute, aber eigentlich ist in der Mitte hier so geteilt. Ja. Mit Wissenschaft haben wir das gemacht, oder? Ja, mit KI. Mit künstlicher Intelligenz. Was ist denn das eigentlich, Heidi? Ja, genau, erzähl uns doch mal Ja, also ich bin ja Forscherin der künstlichen Intelligenz. Ich bin tatsächlich, ich arbeite an einem der Kompetenzzentren für künstliche Intelligenz, also es heißt Munich Center of Machine Learning. Und ich finde auch, dass Machine Learning das, was wir zumindest machen, ein bisschen besser trifft. Also da geht es dann darum. Ah, jetzt höre ich mich auch noch doppelt. Oh, sorry, ja. Ach so, das bist du. Ich dachte, das wäre meine Schuld. Genau, also wir machen eigentlich hauptsächlich so maschinelles Lernen und Statistik bei uns. Du Ich würde mich hebst hier die Hand gerne, so, weil du eine Frage genau, ich hast. würde mich hier gerne direkt melden. Soll ich dich dran nehmen, Claudia, oder Ja, ist das bitte. jetzt hier wieder in der Schule? Ja, darf ich? Ganz ehrlich, ich würde als allererste Frage, also ich habe es mir selber schon mehrfach angeguckt, aber kannst du kurz erklären, was die Unterschiede zwischen künstlicher Intelligenz, Machine Learning und diesen verschiedenen Begriffen sind, so dass ich es mir behalten könnte? Okay, sehr gut. Also wir haben künstliche Intelligenz, wir haben Data Science, wir haben Statistik, Machine Learning, was gibt es noch? Big Data haben wir noch. Ja, Big Data meine ich. Genau. Und Computer Science natürlich. Das sind alles Sachen, die irgendwie zusammengehören und nicht so einfach
so zumindest zu trennen sind. Also ich kann euch jetzt auch nur meine Definition, so wie ich es verstehe, sagen, weil ich glaube, da gibt es unterschiedliche Leute, die das unterschiedlich sehen. Also ich bin vom Training her Statistikerin und ich glaube, was Statistik ist, wissen die meisten Leute. Also da geht es halt darum, dass man Datensätze auswertet, irgendwelche schönen Grafiken erstellt, Modelle erstellt und Statistiken erstellt. Wenn man dann Machine Learning macht, ist es eigentlich sowas Ähnliches wie ein statistisches Modell, nur dass, also statistische Modelle gehören auch zu den Machine Learning Modellen. Also wenn man jetzt so einen Machine Learning Kurs hört, dann hört man auch irgendwie lineare Regression oder logistische Regression so als Teilbereich. Also ich weiß jetzt nicht, ob das allen hier was sagt, aber für die, denen das was sagt. Und Machine Learning ist dann im Prinzip, da geht es darum, dass man den Computer Daten füttert und der ihm dann zum Beispiel Vorhersagen gibt. Zum Beispiel für alles Mögliche, also Mietpreise zum Beispiel, da gibst du halt rein, wie groß ist die Wohnung, wie viel Zimmer hat die einen Pool oder nicht? Und dann, wenn man dem ganz viele solche Daten gibt über verschiedene Wohnungen, dann kann man halt so Vorhersagen treffen für eine neue Wohnung, wie viel würde die wahrscheinlich kosten. Genau. Und dann gibt es den Begriff Data Science. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen überlappend mit diesen beiden anderen Begriffen noch. Oft wird dann Data Science verwendet, wenn es dann mehr darum geht, auch um die Anwendung. Also, dass man auch kommuniziert, warum, was bedeuten jetzt die Ergebnisse. Und was hatte ich noch gesagt? Big Data ist dann, wenn man mit großen Datensätzen arbeitet. Also wenn man ganz, ganz viele Wohnungen hat, die man anschaut. Okay. Und künstliche Intelligenz ist dann... Ah ja, künstliche Intelligenz habe ich noch vergessen. Also künstliche Intelligenz ist so ein bisschen der Überbegriff von allem. Und da gehört dann noch dazu, dass man, ja, das dann auch... oft in diesem Anwendungsbereich Robotik vielleicht sieht oder wo man dann wirklich auch der Anwender wirklich sieht, dass die Maschine auch was tut. Oder auch so, es gibt ja auch so Webseiten, wo man dann irgendwie Informationen über sich selber eingibt und dann kriegt man irgendwelche Vorhersagen oder so. Das würde man dann vielleicht als künstliche Intelligenz bezeichnen. Ich habe nachher vielleicht auch nochmal, oder wir können das vielleicht auch gleich kurz anschauen, wenn ihr wollt. Da ja, was immer. Wir wollen gucken. Da gibt es die Webseite von der KI-Strategie Deutschland. Ich packe die mal hier in den Chat rein. Und dann kann Claudia die ja vielleicht mal aufmachen. Ja. Moment. Muss ich hier ein bisschen Magic machen mit meinem neuen Setting. Euch ist hoffentlich schon aufgefallen, dass wir hier alle viel größer zu sehen sind als vorher. Aber jetzt muss ich uns leider mal ein bisschen klein machen. Und zur Seite schieben. Magie. Ja, some magic. Und ich habe hier so ganz peinlich, total zufällig Schleichwerbung, also ups, falls ihr Aufzeichnung von unserem Forschungsstrom sehen möchtet, haben wir jetzt einen YouTube-Kanal. Aber großartig, vielen Dank dafür, das ist super. Aber gehen wir doch zu dem eigentlichen. Genau, also ich sehe die Seite. Ah ja, genau. Also ich sehe jetzt nicht, was du siehst, ne? Nein. Also du kannst jetzt mal hier auf der rechten Seite von der Seite gibt es so ein I mit Definition. Und da haben die mal aufgeschrieben, wie sie KI definieren. Also diese Webseite bei dem ist er da. Genau, diese Webseite ist die Seite für die KI-Strategie Deutschland. Mhm. Weil Deutschland möchte gerne Vorreiter in künstlicher Intelligenz werden. Und die haben da mal so ganz kurz aufgeschrieben, was die Definition von künstlicher Intelligenz aus deren Sicht ist. Aha, okay, okay. Genau. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen lang und kompliziert. Die Webseite macht mich wahnsinnig, weil ständig dieses Bild da drüber wischt hinten dran. Das ist auch... Das ist nicht sehr intelligent, kann man das sagen. So, ja, jetzt besser. Das ist auf jeden Fall witzig. Soll ich mal vorlesen, was da steht? Oder also, willst du das machen? Du kannst es gerne vorlesen. Genau, also da steht, eine einzige, allgemein gültige bzw. von allen Akteuren konsistent genutzte Definition von künstlicher Intelligenz, kurz KI, gibt es nicht. Also die sagen genau das Gleiche, was ich gesagt habe. So im Prinzip, keine Ahnung.
Der KI-Strategie der Bundesregierung liegt folgendes Verständnis von KI zugrunde. Sehr abstrakt ordnen sich KI-Forscher zwei Richtungen zu, der schwachen und der starken KI. Die starke KI formuliert, dass KI-Systeme die gleichen intellektuellen Fertigkeiten wie der Mensch haben oder ihn darin sogar übertreffen könnte. Die schwache KI ist fokussiert auf die Lösung konkreter Anwendungsprobleme auf Basis der Methoden aus der Mathematik und Informatik, wobei die entwickelten Systeme zur Selbstoptimierung fähig sind. Ja, genau. Ich glaube, der Aspekt mit der Selbstoptimierung ist ja quasi, dass dass selber mehr lernen können, ohne dass sie irgendwie aktiv etwas beigebracht bekommen. Ist, glaube ich, das, was so mich daran so fasziniert. Ja. Wobei ich immer dieses Selbstlernend finde ich irgendwie immer so schwierig, weil im Prinzip gibt man denen ja trotzdem Daten und man entscheidet ja trotzdem, welche Daten der Algorithmus bekommt und so. Und man entscheidet ja auch, wie der Algorithmus selber aussieht. Deswegen, das klingt immer so ein bisschen gruselig, wenn man so sagt, diese selbstlernenden Systeme, aber man gibt da schon noch sehr, sehr viel vor. Also wir sind schon noch sehr, sehr weit weg von den Robotern, die die Welt erobern, weil sie schlauer werden als wir. Sowas. Also sie sind vielleicht in manchen kleinen Sachen besser als wir, aber das sind Computer ja auch generell schon. Also rechnen können die einfach besser als wir zum Beispiel. Also multiplizieren und addieren und so. Wo wir gerade bei diesen Begriffsdefinitionen waren, ich habe da auch manchmal noch diesen Begriff neuronale Netze irgendwie so im Kopf und habe den Eindruck, das ist auch ein bisschen ein älterer Begriff und dieser Begriff Big Data und künstliche Intelligenz sind eher ein bisschen neuere Begriffe. Kannst du die nochmal irgendwie zueinander positionieren mit neuronalen Netzen? Ja. Also neuronale Netze oder heute sagt man auch Deep Learning, also das sind dann tiefe neuronale Netze. Das ist einfach nur eine Machine Learning Methode im Prinzip. Genau. Und das ist halt momentan sehr, sehr populär, weil die halt extrem gut funktionieren, vor allem, wenn man große Datensätze hat. Und dass dann diese neuen Begriffe wie Big Data oder künstliche Intelligenz aufgekommen sind, hat das irgendwie mit revolutionären neuen Erkenntnissen in der Wissenschaft zu tun oder mit neuen Rechenkapazitäten? Oder ist das auch so ein bisschen so ein Marketing-Aufkleber, den man da draufklebt, um dann irgendwie, wir machen jetzt hier einen neuen, geilen, heißen Scheiß zu verkünden? Sehr gute Frage. Also ich glaube, der Begriff AI oder KI, den gab es vor irgendwie 30 Jahren auch schon. Und es gab da sozusagen diese erste Welle, also ich weiß jetzt nicht, ob es genau 30 Jahre waren, aber irgendwie gab es es früher auch schon mal und jetzt ist es halt der Begriff wieder in geworden. Aber also ich glaube jetzt nicht, dass es daran liegt, dass wir extrem krasse Durchbrüche hatten. Wobei man schon sagen muss, also dadurch, dass die Rechenleistung halt jetzt besser geworden ist in den letzten Jahren, sind wir extrem viel besser geworden in maschinellen Lernen und so. Aber ich glaube, oft ist es halt, man benutzt jetzt einfach einen anderen Begriff für das Gleiche, wo man vorher... Meine Wahrnehmung ist auch so ein bisschen, dass irgendwie das auch aus der reinen Forschung rausgewandert ist und was weiß ich zum Beispiel, wenn man jetzt Medizin mal anguckt oder so, dass halt es auch wirklich dann in der Anwendung auch angekommen ist. Also was weiß ich, es gibt da ja so KI-Systeme, die auf irgendwelchen Röntgenbildern oder so dann Krebs erkennen, die sogar Ärzte nicht bei dem Entwicklungsstadium erkennen oder so. Und das ist zumindest so meine Wahrnehmung als Medienkonsument, der sich für irgendwie wissenschaftsjournalistische Formate anhört und anguckt, dass das irgendwie vielleicht auch neu ist, dass es jetzt in der Anwendung schon wirklich tief angekommen ist. Wie nimmst du das wahr? Also gerade so, wenn es um so Bild- oder Spracherkennung geht, sind wir schon extrem viel besser geworden. Und dadurch kommt es natürlich auch viel mehr in die Anwendung, weil vorher war das halt einfach so, ja gut, die Ärzte machen es halt einfach trotzdem noch besser. Aber in manchen limitierten Bereichen, also es wird immer mehr, aber da können wir jetzt schon gute Sachen machen. Wobei es natürlich, ich finde es immer super schwer zu sagen, ob die Maschine jetzt besser ist als der Arzt. Weil woher, man kann es ja gar nicht wissen. Also die Daten, die man generiert, sind ja auch generiert über Ärzte. Also die sind dann vielleicht besser als ein individueller Arzt im Vergleich zu, wenn sich jetzt das 5 Ärzte anschauen und dann einen Konsens finden.
Aber man, die Grundwahrheit, die man eingibt, ist ja trotzdem noch von Menschen generiert. Und das ist für mich dann immer so ein bisschen schwierig. Nochmal zurück zu der Frage, wo die Veränderung jetzt herkommt, wo das Konzept 40 Jahre alt ist und so weiter oder wahrscheinlich die ganze Computer-Science-Geschichte begleitet, irgendwie das Label künstliche Intelligenz. Also eine Rolle soll dabei ja auch das Gaming spielen, nicht? Das ist so ein interessantes Nebenprodukt ist von der enormen Steigerung von Grafikprozessoren in den letzten 20 Jahren oder so, die einfach aufgerufen worden ist von der Computerspieleindustrie, wo man jetzt einfach nochmal auf einem ganz anderen Level diese künstlichen neuronalen Netze bauen kann, ja, wo der Ansatz eigentlich uralt ist, aber man jetzt irgendwie die Hardware-Power dafür hat, damit rumzuspielen und einfach was zu versuchen. Ist auch was dran, oder? Ja, absolut, doch. Also die Grafikkarten, die halt früher nur die Gamer gebraucht haben, die werden jetzt halt speziell, also weil Grafikkarten sind halt gut in Matrix-Multiplikationen und das braucht man halt extrem viel für so Algorithmen wie tiefe neuronale Netze oder Deep Learning. Da braucht man einfach ganz viel so Matrix-Multiplikationen und das funktioniert extrem gut mit den Grafikkarten, deswegen wird das eigentlich hauptsächlich darauf gerechnet. Alle coolen, wenn du Matrix-Multiplikation sagst, dann kriege ich Krätze. Oder? Das war immer das. Aber alle coolen Sachen in den letzten 15 Jahren, Bitcoin-Mining und ganz neuronale Netze. Nichts wäre das ohne das Gaming und die tollen GPU-Karten. Danke, Spieleindustrie. Danke, Gamer. Nicht, dass wir euch nicht sowieso zu schätzen wüssten, klaro, aber das ist wirklich toll. Also so ein bisschen so ähnlich wie früher immer der Raumfahrtindustrie Credit gegeben worden ist für die Teflonpfannen oder so, oder? Das ist die Teflonpfanne von 2020, dass wir jetzt irgendwie Bitcoin bezahlen können ein bisschen mal und irgendwie coole AI-Rumspielereien haben. Hast du Bitcoins, Lambert? Nee, also nur so zum Rumspielen. Aber die Idee ist so faszinierend. Deswegen komme ich da mal wieder drauf. Also Mike und Live freut sich, dass man sich bei ihr bedankt wird. Sie hat zwar nicht mitbekommen, worum es geht, aber als Gamerin sagt sie mal, freut sie sich, dass wir Danke sagen. Und the casual Phoenix hatte noch das mit den GPU auch gesagt. Und sie hat dann auch noch den Begriff Deep Learning reingebracht. Ich glaube, es gibt so viele Begriffe, die alle nah verwandt sind. Deep Learning ist das Gleiche wie auf Deutsch tiefe neuronale Netze. Also es ist exakt das Gleiche, ist nur der englische Begriff. Der Begriff ist ziemlich cool, das kann man kaum noch steigern. Ja. Aber jetzt hast du eben gesagt, wenn man mal sowas hört da, also das klang so, als wenn man eine Vorlesung hört. Wie ist das denn heute im Studium? In welchem Level der Ausbildung von Forscherinnen und Forschern kriegt man da irgendwie, nimmt man da Witterung auf? Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich die Frage interpretiere. Also ich weiß nicht, was hast du studiert und in welchem, wie hast du dann mit dem Thema künstliche Intelligenz oder Kontakt bekommen? Gibt es Studiengänge für künstliche Intelligenz, wo im ersten Semester Wochenstunde dann irgendwie gesagt wird, schönen guten Tag, wir machen hier mal Big Data? Oder hast du Mathematik studiert und dann in deiner Doktorarbeit angefangen, dich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen? Jetzt verstehe ich's. Okay. Wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also ich selber habe Statistik studiert im Bachelor und auch im Master. Also es gibt es werden sich jetzt viele wundern, weil das wundern sich immer alle, es gibt Bachelorstudiengänge nur für Statistik. Und zwar in Deutschland sind es München und Dortmund. Und dann habe ich auch gleich noch einen Master in Statistik drangehängt. Und im Master konnte man sich dann so ein bisschen Vorlesungen aussuchen, wo es dann mehr so Richtung Machine Learning ging. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das hat mir einfach total gut gefallen. Und dann habe ich mir halt eine Arbeitsgruppe oder einen Doktorvater ausgesucht, der was in die Richtung macht. Genau. Und was machst du jetzt genau da für Forschung? Also wir haben jetzt die Basics geklärt. Ja. Jetzt will ich wissen, was du jetzt, also gerade quasi aktuell damit machst. Genau, jetzt aktuell, also ich mache eigentlich ziemlich viel verschiedene Sachen tatsächlich. Also ich mache weiterhin Forschung in dem Bereich, wo ich auch als Doktorandin geforscht habe. Und das ist im Bereich
Bäume und Random Forests. Und da meine ich jetzt nicht die Bäume damit, die im Wald wachsen, sondern es sind auch andere Machine Learning Methoden. genau. Sheriff of Random Forest. Witziges Wort. Du bist Robin Hood. Achso, nein. Ja. Ist das irgendwie so ein Meme bei euch mit den Bäumen oder was ist das? Nee, also da muss ich vielleicht mal ein Bild raussuchen. Dann kann ich euch das zeigen, wie das aussieht. Ja, wir wollen Random Forest sehen. Genau. Also Random Forest kann man nicht so gut anschauen. Bäume kann man viel besser anschauen. Random Forest kann man nicht so gut anschauen. Das nee, weil man sieht mal vor lauter Wald die Bäume nicht. Ach, verdammt. <Klar. Abend>. Ja. Warte, ich mach mal kurz. Man vor lauter sieht man den Data nicht. So einen Vortrag von mir auf. Irgendwie, und dann kann ich das mal sharen, oder? Das kann ich ja jetzt mal versuchen. Das kannst du einfach, genau. Wir machen jetzt hier ganz neuen Stuff. Wir machen jetzt Bildschirmsharing. Magie. Genau, also. Ich mache einfach mal. Schnallt euch gut an. Jetzt bevor euch schlecht wird bei dem Forschungsstrom, geht ab, genau. Wir müssen alle so ruckeln, dann als alle nach. Aber wir müssen in die gleiche Richtung gehen. Okay. Das ist wie bei Star Trek auf der Brücke. Da wackeln alle immer so. Wir müssen uns ein bisschen besser koordinieren, aber ansonsten kommt es hin, ja. Jetzt seht ihr mich nicht mehr, aber dafür seht ihr jetzt einen Baum. Stimmt. Ein Baum? Ach, so sieht ein Baum aus. So sieht ein Baum aus. Aussehen. Ja. Also das hier ist ein Baum. Okay. Und genau, also man interpretiert ihn dann so, dass, also hier ist Age, also Alter, und hier ist irgendwie so eine andere Variable, die ich jetzt nicht erkläre, aber wir gehen jetzt einfach mal den Alterspfad runter. Also das interpretiert man dann so, dass wenn Leute jünger oder gleich 55,7 Jahre alt sind. Jünger, genau. Und hier ist nochmal in Alter gesplittet und jünger als 43,6 Jahre alt sind, dann haben die so eine Überlebenskurve, wie das hier dargestellt ist. Also Überlebenskurve erkläre ich jetzt nicht. Also da geht es darum, wie wahrscheinlich ist es über die Zeit, dass man noch am Leben ist, im Prinzip. Und hier sind jetzt zwei verschiedene Medikamente, also ob man das Medikament bekommt oder nicht. Mhm. Genau. Und im Prinzip, genau, geht man dann die unterschiedlichen Pfade entlang und bekommt dann unterschiedliche Ergebnisse. Also hier, hat die blaue Kurve eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit als die rote Kurve. Also die blauen sind die das Medikament bekommen, sind in der Gruppe, also bei den Mittelalten sozusagen, kommen die das Medikament bekommen, besser weg. Und bei den Jungen ist es nicht so gut, wenn die das Medikament nehmen. Mhm. Genau. Okay. Und so sieht ein Baum aus. Okay, ja. Stehe. Jetzt bin ich wieder zurück. Ja. Jetzt seht ihr wieder eine Heidi. Und du siehst uns beeindruckt. Achso, ja, wo wir gerade, wir hatten in der letzten Folge so eine schöne Äußerlichkeit und bei dem, was du, Entschuldigung, jetzt total oberflächlich, aber bei dem, was du uns gezeigt hast, fiel mir das wieder ein. Womit schreibt man seine Paper? In deinem Fach macht man das mit LaTeX oder ist man inzwischen schon bei Markdown oder so oder wie ist das? Ja, also LaTeX hauptsächlich. Man kann auch mit Markdown manchmal. Ah, interessant. Mhm. Also ich habe bisher alle die Gretchenfrage in LaTeX geschrieben. Ja, ich finde es cool. Also es ist eine interessante Frage, oder? Du hast voll recht, das ist eine sehr interessante Frage. Die sollten wir auf jeden Fall auf den Fragebogen für Gäste und Gästinnen aufnehmen. Immer. Benutzt du LaTeX? Ja. Was ist, wenn nein? Ja. Dann ciao. Nee, ist auch okay. Ein mit Makro. Zeigt uns. Nein. Ja. Also ich habe einen unfassbaren Respekt vor Menschen, die mir sagen, sie haben ihre Doktorarbeit in Word geschrieben. Also da das ist ja, also wow. Naja, aber die, Leidensfähigkeit bewiesen. Die wissenschaftliche Ausbildung dient ja auch dazu, Frustrationstoleranz irgendwie zu erlernen, oder? Ja. Und wenn du das schaffst, eine Doktorarbeit in Word zu schreiben, dann danach hast du bewiesen, dass du irgendwie frustrationstolerant bist, würde ich mal Definitiv. Dann schaffst du alles. Dann schaffst du jeden Projektantrag, glaube ich. Das, ja. Okay. Ja. Also Bäume. Okay, also genau. Also Bäume und Random Forest ist so meine methodische Forschung. Also ich entwickle neue Methoden, die dann speziell für die Anwendung in der Medizin sind. Also wie ihr gerade gesehen habt, bei dem Beispiel ging es um
welches Medikament bei wem gut funktioniert. Das ist so mein methodisches Forschungsgebiet. Aber was heißt denn jetzt Random Forest? Also Bäume, okay, kann ich mir jetzt vorstellen. Aber was ist Random Forest? Also Random Forest ist im Prinzip tatsächlich einfach ganz viele Bäume, wo man dann aus den ganz vielen Bäumen wieder die Informationen zusammennimmt und dann dadurch, dass man ganz viele Bäume hatte, noch eine bessere Vorhersage bekommt. Weil einzelne Bäume oft nicht ganz so super gut sind, um Vorhersagen zu machen, und ganz viele Bäume sind dann aber zusammen vereint, können die das ganz toll. Also, aber dann geht es schon immer um dieselbe Fragestellung, zum Beispiel, ob ein und dasselbe Medikament wirkt und dann aber nicht aufgeschlüsselt nur nach dem Baum Alter unter 55 und unter 43, sondern vielleicht auch nach dem Körpergewicht aufgeschlüsselt oder irgendwas anderes. Genau, also die Random Forest, dadurch, dass man dann ganz viele Bäume hat, ist es tatsächlich so, man sieht den einzelnen Baum dann nicht mehr. Also man kann die dann nicht mehr so leicht interpretieren. Ist das sowas wie eine weitere Dimension? Also jeder Baum in diesem Random Forest ist eine Dimension? Also im Prinzip ist tatsächlich jeder Baum genauso, wie man das jetzt gerade gesehen hat. Mhm. Und jeder Baum in einem Wald, also in einem Forest, ist dann ein bisschen anders, weil man da ein bisschen andere Daten reingibt und dadurch bekommt man immer ein bisschen andere Ergebnisse. Ah, sowas wie ein Ensemble-Vorhersage bei Wettervorhersagen, ja. Genau, man nennt es auch Ensemble. Ein Ensemble aus Bäumen. Was ist daran random? Also random ist einmal, welche Teile vom Datensatz man benutzt für den einzelnen Baum im Random Forest. Und zusätzlich erlaubt man dann immer nur bestimmte Splits, also Split-Variablen. Genau, dadurch bekommt man so Randomness rein, also Zufälligkeit. Und dadurch sind dann die einzelnen Bäume auch immer jeweils ein bisschen anders als die anderen. Weil sonst, wenn man immer die gleichen Daten und immer die gleichen Splits erlauben würde, würden ja alle Bäume gleich aussehen. Und man versucht dann irgendwie diese Zufälligkeit reinzubringen. Und das ist irgendwie gut für die Vorhersage. Und ich habe noch eine konkrete Frage zu dem Beispiel, was du gezeigt hast. Und zwar ging es da ja, das habe ich richtig verstanden, das ist schon so gerade Medikamentenforschung so angelehnt an so aktuelle, echte Fragestellungen, ALS und so. Und vielleicht genau, so, ich zeige das nochmal, wie du es gleich gesehen hast, dass es um ALS geht. Zumindest habe ich ALS, ist mir ins Auge gesprungen dabei. Ja. Und dazu hätte ich jetzt mal eine Frage. Und zwar würdest du sagen, das Know-how, solche Methoden anzuwenden, brauchen das, sollten das idealerweise haben Leute, die Pharmazieforschung machen und Mediziner sind? Oder gibt es da sowas wie eine Arbeitsteilung, dass so Leute wie du sozusagen, jetzt in die Richtung zeigen, sozusagen ins Spiel kommen, wenn es darum geht, sowas zu machen? Oder ist das idealerweise eigentlich ein Handwerkszeug, was von den Leuten in solchen Fächern gehandhabt werden sollte? Und wenn ja, dann gleich die Anschlussfrage, wie kommt es dahin? Also ist es tatsächlich so, dass die heute solche Methoden kennen und anwenden oder so, oder? Das ist eine sehr schwierige Frage. momentan ist es tatsächlich so, dass es in den meisten medizinischen Einrichtungen auch Statistiker oder auch mittlerweile schon Machine Learner gibt, die dann zum Beispiel Beratung anbieten oder auch einfach, dass man zusammenarbeitet. Also in ganz vielen, also in den meisten klinischen Studien, also eigentlich, nee, in allen klinischen Studien sind Statistiker einfach fest mit dabei, also fest mit eingeplant. Und das ist, denke ich, auch der richtige Weg, weil es ist schon einfach ein relativ komplexes Fach oder Feld. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn man den methodischen Leuten, also so Leuten wie mir, ein bisschen Medizinsachen beibringt und aber auch auf der anderen Seite den Leuten ein bisschen Statistikverständnis und Verständnis für Daten beibringt, sodass die Leute dann miteinander arbeiten können und dass dann nicht total das Unverständnis herrscht. Ich glaube, das ist schon eine gute Sache. Wenn natürlich jemand total schlau ist und beides kann, ist natürlich, aber das ist schon, also ist schon heftig, vor allem, weil die Leute im Medizinbereich, die müssen ja eh schon so viel lernen. Also das finde ich ja eh schon absurd,
was die alles leisten müssen. Und ich glaube, das ist ein bisschen viel verlangt, wenn man jetzt auch noch sagt, okay, ihr müsst jetzt auch noch Machine Learner werden. Interessant, ja, ja, danke. Ich glaube, man muss einfach zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen. Ja. Du, also, ja. Was machst du jetzt mit den Random Trees? Genau, also ich mache sozusagen, ich entwickle die Methoden und die Software und stelle die dann zur Verfügung und die anderen dürfen das dann nutzen. Du programmierst also auch? Ja. Ah, in welcher Sprache? R natürlich. Schön. Genau, also ich habe ein paar R-Pakete oder bin auch Teil von anderen R-Paketen und das ist auch was, was ich unglaublich gerne mache. Das ist schon ziemlich cool. Genau. Also wir reden nicht über R wie Luft, sondern R wie rrr. Jetzt alle mal rrr. Wer kann das alles, ne? Das ist doch auch immer so. Und Heidi, aber wenn du sagst, das ist cool, dass du Teil von R-Paketen bist, bekommst du dafür denn auch Anerkennung? Finden Leute das cool und kannst du es in deinen CV schreiben und so, ja? Sehr gute Frage. Du stellst sehr gute Fragen, Lambert. du weißt schon genau, wo du drauf hinaus willst. Nee, es ist tatsächlich so, wenn man so Software schreibt, ist es erstmal cool und hilft natürlich der Forschung wahnsinnig, weil man was schreibt, was dann ganz viele Leute nutzen können. Und gleichzeitig bekommt man aber, wenn man Software macht in der Forschung, natürlich nicht so viele Paper, wie wenn man Paper schreibt die ganze Zeit. Deswegen ist es im Moment so ein bisschen gerade die Diskussion in Deutschland, aber auch weltweit, was man denn macht mit den Leuten, die Forschungssoftware machen, damit die auch eine wissenschaftliche Karriere machen können und nicht irgendwann in die Industrie abwandern oder total frustriert auf ihrer 25. Postdoc-Stelle sitzen. Die immer wieder befristet wird, bis man irgendwann nicht mehr befristet arbeiten darf. Genau. Also ich glaube, im Moment gibt es da so ein bisschen einen Wandel, dass es auch mehr Anerkennung findet in der Forschung. Also ich würde jetzt sagen, in meinem Feld ist es noch einigermaßen okay, weil die Leute einfach wissen, okay, wenn jemand Methoden entwickelt und die aber dann nicht nutzbar sind, dann werden die auch nicht genutzt und auch nicht zitiert und auch, also es ist einfach sinnlos. Aber es ist schon so, dass es noch ein bisschen besser sein könnte. Also, dass die Software an sich auch einfach schon einen Wert haben könnte als Forschungsbestandteil oder mehr Wert. Also im Moment wird man ja nur nach Paper quasi bewertet und nach wo man publiziert und so. Und das ist ja alles irgendwie ein bisschen quatschig. Das ist eine perfekte Umschreibung. Das ist alles ein bisschen quatschig. Perfekt. Das so zitiere ich das künftig. Ja, ich meine, also ich finde in meinen Augen, deswegen frage ich auch so in die Richtung oder so, ist das so ein ganz typisches, also ich würde das als Beispiel nennen für die Art von Problemen mit Openness in der Wissenschaft. Also der Zusammenhang ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich oder so, da fällt nicht so ins Auge, aber es ist schon so, dass wir mächtig an so einem eigentlich überkommenen Modell hängen, oder? Wenn es also darum geht, Wissenschaft als Beruf zu machen jedenfalls oder so und die Anerkennung, die auf dem Pfad entscheidend ist. Weil ich meine, diese Idee, dass man das in so eine Erzählung packen muss, genau im Format eines Journal-Artikels mit all den Einschränkungen und Besonderheiten, die damit einhergehen und dieser Publishing-Industrie, die dahinter hängt, und das dann das Proxy ist, für was immer man an Arbeit geleistet hat. Das hat Horsti auch gerade vorgeschlagen. Ne? Ja, also ein Paper über die Anwendung schreiben. Ja, es gibt ja auch voll, schon so Zeitschriften, voll, die so Softwareveröffentlichungen machen. Das ist immer schwierig, finde ich. Aber ich finde ja auch, dass generell sehr, sehr viel nicht gewertet wird, wenn es um Bewertung von Forschung und sowas geht. Und darunter fällt Software, darunter fällt aber auch sowas wie das hier oder Hennings, ich weiß ja wenigstens, wo ihr seid. Ihr könnt ja nicht sehen, wo ihr seid bei mir. Hennings, doch, wir sehen auch, wo wir sind. Ah, sehr gut.
Hennings Republika. Nee, ich bin woanders. Ich bin hier. Wie war das noch in der Sesamstraße, Grobi? Ich bin da, nein, ich will aber. Claudia, soll ich da mal besuchen kommen? Ich komme mal eben zu dir, Claudia. Ich komme zu dir. Jetzt bin ich dort. Okay. Entschuldigung. Ja, oder auch Reviews schreiben, ne? Beim Paper Review, ne? Genau, Vorträge auf solchen Sachen. Dumme Kommentare von Reviewer 2 muss auch eigentlich. Von Republika halten oder Podcasts machen oder so Sachen zählen ja alle gar nicht. Also ich bin tatsächlich so. Ja, aber Kinder, kann das denn sein? Ich meine, diese Sache mit dem Programmieren, das gibt es auch schon ein paar Jahre, oder? Ich meine, die Wissenschaft läuft doch gar nicht mehr anders. Ich packe mich ja ein bisschen an den Kopf, also Entschuldigung mal. Das ist doch irgendwie Quatsch. Ja. Warum können wir nicht irgendwie, keine Ahnung, ihr macht da auf GitHub oder so, macht ihr auch ein bisschen Social Network, dann macht ihr mal so Kudos für geile GitHub-Repros. Und wer die meisten Kudos kriegt von den anderen, die auch hochgerankt sind, der kriegt hier irgendwie einen Index plus. Und dann geht das Ding ab. Ich meine, worauf warten die denn? Wollen wir nochmal 10 Jahre warten, bis ihr mal so damit loslegt? Das ist doch, ich verstehe es nicht. Ja. Entschuldigung. Danke. Deine Ungeduld in allen Ehren, Henning. Da hast du vollkommen recht. Wir lassen den Rand genau so stehen. Ja. Ja, okay, ja, das ist der Random Forest dieses Wahnsinns von, nee, aber ich meine, es ist also eine Sache, die man so ein bisschen erkennen kann, ne? Es gibt ja so viele innovative, interessante Vorschläge, also zum Beispiel Daniel Katz hat sowas mit so einer Art abgeleiteten Anerkennung sich überlegt, dass man so Anerkennungspunkte durch die Zitate von den Papern, wo die Software verwendet worden ist, die man geschrieben hat, dass das dann so zu einem runtertröpfelt oder sowas. Aber schon die Kompliziertheit dieser Sachen zeigt, es gibt eine Kultur, in der wir leben, wo zählbare Dinge, ja, und möglichst Sachen, die auf 3 Nachkommastellen genau, also was so eine scheinbare Schärfe ist, irgendwie was albern ist, festgestellt werden können müssen, ne, und so. Es gibt keine bessere Überleitung zu dem Thema Unsicherheit, oder? Wenn mir jemand eine dreifache Nachkommastelle für einen Impact-Faktor angibt. So, reden wir doch mal über Unsicherheit. Jetzt reden wir über Unsicherheit. Ja. Heidi, du musst anfangen. Das ist heute die Regel. Genau, was ist mit der Unsicherheit? Also, warum wir das jetzt gerade sagen, vielleicht wissen es die Zuhörer gar nicht. Also, wir haben uns Themen überlegt, über die wir heute sprechen wollen. Und unser erstes Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist Unsicherheit in der Forschung. Welche Arten von Unsicherheit gibt es und warum ist das wichtig? Ich habe es jetzt gerade, vielleicht sieht man immer so, wenn ich so ablesen muss auf meinem anderen Bildschirm. Alles gut. Genau. Ja, vielleicht kann ich erst mal kurz erzählen, warum mich das überhaupt interessiert, Unsicherheit. Also jetzt mal abgesehen davon, dass es einfach jeden Forschenden und jeden Menschen interessieren sollte, dass es Unsicherheit gibt in der Welt, bin ich auch noch in einem Forschungsprojekt, das nennt sich Helmholtz UQ. Und UQ steht für Uncertainty Quantification, also Unsicherheitsschätzung. Und genau, dieses Projekt beschäftigt sich im weitesten Sinne damit, sich Unsicherheit in der Forschung anzuschauen und aus unterschiedlichen Fächern zu lernen, wie die mit Unsicherheit umgehen. Also wir haben Leute aus ganz verschiedenen Fächern dabei. Das ist sowas wie erneuerbare Energien oder Materialforschung für Implantate. Wir haben Leute, die sich mit Erdbeben beschäftigen, mit Biodiversität, was haben wir noch, das Erdsystem, Zellforschung, alles Mögliche. Und natürlich Leute, die eher so aus der methodischen Ecke kommen, also Mathematiker, Modellierer, StatistikerInnen. Genau, und wir wollen jetzt alle voneinander lernen, wie man, also was für Unsicherheiten es gibt überhaupt erstmal in den unterschiedlichen Bereichen und wie die unterschiedlichen Bereiche damit umgehen. Mhm. Genau. Und ja. Darf ich mal so ganz blöd fragen, was jetzt mit Unsicherheit genau gemeint ist? Also als ich zum Beispiel mal irgendwie angefangen habe, Physik zu studieren, da wurde mir gesagt so, ja, du willst ja irgendwie immer was messen, ne? Und wenn du was misst, zum Beispiel du misst eine Länge mit einem Zollstock, dann hat der Zollstock irgendwie so so kleine Striche da, die sind irgendwie auf 1 Millimeter Abstand oder so.
Und dann habe ich gelernt, dann kannst du sozusagen beim Messen irgendwie maximal halt auf 1 Millimeter genau messen und dann hast du eine Messunsicherheit von irgendwie einer halben Skalenlänge oder so und hast dann also eine Messunsicherheit von einem halben Millimeter. Und wenn du jetzt aber mit dieser Längenangabe irgendwie was machst, zum Beispiel du rechnest damit in einer Formel rum und angenommen, dieses geht dann da quadratisch mit ein, dann musst du halt bei dem, was du dann ausgerechnet hast, mit berücksichtigen, dass die Unsicherheit oder diese Messungenauigkeit, und da kommt gleich die Frage, ob das dasselbe ist, dann auch quadratisch mit in deine Formel eingeht. Dass dann sozusagen, also du hast dich vielleicht ein bisschen vermessen beim Zollstock anlegen und dann nimmst du das aber zum Quadrat und dann ist die Ungenauigkeit größer. Ist das das, was du mit Unsicherheit meinst oder ist das was komplett anderes? Ja, das ist das, was ich mit Unsicherheit meine, aber nicht nur. Also es gibt verschiedene Quellen von Unsicherheit. Und eins, was du jetzt schon genannt hast, ist die Messung an sich oder die Datenerhebung. Aber es gibt ja natürlich auch noch ganz viele andere Quellen von Unsicherheit. Also zum Beispiel die Natur. Also weil in der Natur funktioniert ja nicht immer alles gleich. Also nicht jedes Blatt sieht gleich aus, sondern jedes Blatt sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Oder wenn ich so schnell laufe, wie ich kann, dann ist es immer ein bisschen anders. Ah, das sowas wie, ich nehme in meinem Modell an, dass alle Schneeflocken gleich aussehen, was sie in Realität ja jetzt wirklich nicht tun, dann ist das auch eine Unsicherheit, ne? Okay. Genau. Also Annahmen, die man vielleicht trifft und die Natur ist zu kompliziert zum Modellieren. Ja, beziehungsweise also das ist jetzt nochmal eine andere Quelle von Unsicherheit, weil das ist jetzt sozusagen die Modellannahmen, die du reinsteckst, die vielleicht nicht zur Natur passen. Aber die Natur an sich ist ja auch schon unsicher. Also wenn ich jetzt vorhersagen soll, wie schnell läuft jetzt der Henning morgen, dann kann ich das nur bis auf eine gewisse Sicherheit sagen, weil morgens der Henning vielleicht ein bisschen müde und deswegen ist er nicht so schnell. So viele Variablen, die man nicht kennt. So ja. Okay, genau, ja. Also ja, und weil die Natur halt einfach so ein bisschen inhärent unsicher ist, ist das halt schon mal eine Quelle, dann die Messung und dann das, was du gesagt hast, dass man, dass die Welt ja irgendwie, man erhebt Daten und dann versucht man daraus irgendwelche Modelle zu generieren und da steckt man ja auch nochmal Annahmen rein, die vielleicht nicht ganz richtig sind und da kommt dann nochmal zusätzlich Unsicherheit rein. Viel Unsicherheit. Ja. Aber und die kannst du aber alle mathematisch abgesichert quantifizieren, sehe ich das richtig? Also das ist sozusagen das, was man versuchen kann. Was man meistens macht, ist, dass man sowas wie Messunsicherheit zum Beispiel ignoriert man einfach ganz oft. Warum? Also, weil man das nicht ausrechnen kann oder weswegen? Also wenn es jetzt sowas ist wie beim Zollstock, wo die Messungenauigkeit sich eh wieder rausmittelt, sagt man halt, das ist mir jetzt irgendwie nicht so wichtig, das ist mir jetzt erstmal egal. Wenn man Messfehler hat, die mehr so ein Problem sind, weil sie immer in die gleiche Richtung gehen, weil man immer in die gleiche Richtung ungenau ist oder bei bestimmten Personen ungenau ist oder bestimmten Untersuchungsobjekten ungenau ist, dann muss man da irgendwie mit umgehen. Also zum Beispiel jetzt ganz aktuell bei der Corona-Forschung weiß man zum Beispiel bei ganz vielen Leuten nicht, ob die jetzt schon Corona hatten oder nicht. Man weiß bei denen, die getestet wurden, relativ genau, ob sie es hatten oder nicht. Aber es gibt ja ganz viele Leute, die nicht getestet wurden. Und da geht man davon aus, dass sie es nicht hatten, was aber ja gar nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Und solche Messfehler muss man dann berücksichtigen. Da war ja heute auch in den Medien irgendwie groß was zu der Heinsberg-Studie. Das kam auch eben im Chat. Ich weiß gar nicht mehr hier von wem genau. Hast du das verfolgt und kannst du dazu sagen, was da das Problem war, dass sie anscheinend die Unsicherheitsgrößenordnung falsch angegeben haben? Ich muss sagen, dass ich es nicht so extrem verfolgt habe, weil ich keine Nachrichten mehr höre zurzeit, weil mich das wahnsinnig macht. Gute Entscheidung. Was ich so ein bisschen mitbekommen habe am Rand, ist halt, dass zum Teil diese Antikörpertests noch nicht so wirklich klar sind, was das bedeutet. Also was die ja, glaube ich, gemacht haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist, dass sie
zu den Leuten hingegangen sind und so Antikörpertests gemacht haben. Und Antikörpertests bedeutet, dass man im Prinzip schaut, haben die irgendwelche Reaktionen auf einen Virus, den man im Immunsystem erkennen kann. Mhm. Und soweit ich das verstanden habe, aber also nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, ist es so, dass diese Antikörpertests einfach noch nicht so gut sind, ja, dass die einfach alle möglichen Coronaviren entdecken und da ist sowas wie eine Erkältung oder sowas auch schon irgendwie dabei. Und wenn du jetzt eine Erkältung hattest, ist es natürlich nicht das Gleiche, wie wenn du Covid-19 hattest. Ja, ja, die False Positive Rate ist einfach noch sehr hoch. Ich habe heute natürlich wieder Podcast gehört, wie wahrscheinlich. Hast du schon den Drosten gehört? Ich habe den heute noch nicht geschafft. Ja, ich habe den zweimal wöchentlich erscheinenden Drosten heute schon gehört und der hat auch, genau, also es geht dann so ein bisschen über False Positive und solche Sachen. Ich habe aber auch noch nicht so ganz die statistischen Probleme der Heinsberg-Studie verstanden. Ich hatte es nämlich jetzt auch nicht nochmal gelesen. Aber ich hoffe, dass jemand mit guten Wissenschaftskommunikationsskills das hervorragend erklären kann. Zunächst. Also, geht das um diese Konfidenzintervalle? Ist das oder ist das noch was anderes? Ja, das ist jetzt das nächste. Ha, sehr gut. Ganz kurzer Tipp, Wissenschaftskommunikationskompetenz. Also zu Konfidenzintervallen gibt es ein geiles Video von MyLab, von Mighty Nguyen Kim. Ist schon ein paar Monate alt, aber erklärt also Konfidenzintervalle ganz großartig. Okay. Cool. Vielleicht kannst du ja mal den Link noch teilen. Genau, ja, schick mir den Link rüber. Ja, ich bin großer Mai-Fan. Das sind wir hier alle. Sehr gut. Ja, absolut. Also Konfidenzintervalle sind dann sozusagen, die gehen nur auf einen ganz bestimmten Teil von der Unsicherheit ein. Und zwar auf den Teil der Unsicherheit, wo man, also man hat das Modell und man trifft bestimmte Annahmen und dann setzt man das auf die Daten und mit Hilfe der Daten und dem Modell zusammen schätzt man dann irgendwie eine Verteilung. Also zum Beispiel irgendwie, wenn man jetzt so die Größe von Leuten schätzt zum Beispiel, dann sind die ja nicht alle gleich groß, sondern haben irgendwie eine Verteilung. Also es ist irgendwie, ja, ist dann irgendwie so eine Kurve und dann die Konfidenzintervalle geben dann sozusagen an, in welchem Bereich die allermeisten Leute sind. Aber da dieses Konfidenzintervall stimmt sozusagen nur, wenn die Annahmen vom Modell stimmen und wenn die Daten richtig gemessen sind. Also das nimmt jetzt schon mal an, die Daten sind richtig gemessen und wir wissen, wie die Unsicherheit in der Natur aussieht. Beziehungsweise wir haben das richtig spezifiziert. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, oder? Mhm. Habe ich das gut erklärt? Ich habe es verstanden, aber das sagt der Chat. Habt ihr es verstanden? Jetzt müssen wir noch 10 Sekunden warten, oder? Genau, weil wir 10 Sekunden ein Lag haben. Ja. Ich snack dabei ein bisschen Kranbeeren. Ah, oh, gesunde Snacks. Nee, sowas habe ich hier jetzt nicht. Also die sind nicht... Eigentlich nicht angesagt bei Forschungsstrom, gesunde Snacks. Tut mir leid, wir hatten keine Schoki mehr. Ach verdammt, keine Schoki mehr. Okay, das ist hart. Kein Schoki, kein Alkohol. Andere hatten kein Klopapier. Darauf hast du gewartet, gell? Genau, dass du dein T-Shirt herzeigen kannst. Aber die Zeit ist ja zum Glück vorbei. Wir schwimmen wieder im Klopapier. Also hier zumindest. Ich hoffe, bei euch ist auch wieder der Notstand beendet. Also er schreibt zumindest jetzt gerade im Chat noch niemand, dass sie total verwirrt sind. Ist doch gut. Super. Und da kommen schon Klopapierrollen. Also die haben auf jeden Fall die Frage gehört. Sehr gut. Okay, dann. Genau. Also, wo waren wir? Genau. Sollen wir uns nochmal irgendwie Beispiele anschauen von Unsicherheit in den Daten? Gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Genau, den schicke ich mal in den Chat. Mhm. Horst, die wusste schon vorher, was Konfidenzintervalle sind. Supi. Streber. Genau. Wir sind hier wir haben hier die Superpower-ZuschauerInnen. Das ist ja
Genau, also wir sind jetzt auf einer Webseite von meinen Kollegen und Kolleginnen. Und die nennt sich Corona Maps. Also weil wir jetzt ja gerade eh schon über Corona gesprochen haben, können wir uns ja mal da anschauen, wie so Messfehler aussehen in der aktuellen Lage. Und wenn wir jetzt von der Seite mal auf bei zeitliche Entwicklung auf Deutschland klicken. Ja, siehst du das? Ja, habe ich gemacht. Dann können wir uns die täglichen Fälle pro 100.000 in den letzten 7 Tagen anschauen. Und jetzt, wenn wir da mal auf, siehst du das mit den Rohdaten? Ja, da kann ich draufklicken. Wir können ja vielleicht erstmal nur unsere Bundesländer anschauen. Oh, dann das wäre... Nicht ganz viele Kurven. Also ich bin in Bayern. Wir haben... Bitte einmal Niedersachsen. Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen für mich und Berlin. Gut, dann, ja. Dann haben wir nicht mehr ganz so viele Kurven. Genau. So, jetzt gibt es eine Quizfrage von mir. Mhm. Warum sind, wenn man die Rohdaten anschaut, fällt es immer so einmal so runter und geht dann wieder so hoch? Hoch die Hände? Ah, da, Ahnung. Ja. Wochenende. Ja, ist tatsächlich so. Meldeverzug nennt man das, glaube ich, ne? Ja. Aber da kann. Du musst doch nochmal die Gesundheitsämter schicken, Fax ans RKI, wo das drin steht oder so. Ja. Schlimm. Ja, aber genau. Ich finde ja die Regelmäßigkeit auch ein bisschen beruhigend. Also so. Hat doch was. Guck mal, optisch sehr schön mit dem Hoch und Runter. Ja. Genau, aber wenn die Statistiker das dann schätzen, wenn wir dann das Rohdaten wegklicken, dann sieht man sozusagen das, was die Statistiker rausgemittelt haben und wo man davon ausgehen kann, dass diese Kurven mehr der Wahrheit entsprechen, weil man davon ausgehen kann, dass es nicht am Wochenende tatsächlich 7-Tage-Mittel oder? Ja, das ist dann so, genau, das wird dann so, da wird dann so ein Fenster rübergeschoben und da wird dann immer über die letzten 7 Tage sozusagen so oder die umliegenden 7 Tage so gemittelt, damit diese komischen Dinger nicht mehr zu sehen sind. Und dann sieht man halt ein mehr realistisches Bild, wie es wahrscheinlich in der Wahrheit ist. Also man kann dann versuchen, über so statistische Methoden diese Unsicherheit oder diese Messfehler da wieder rauszuholen. Mhm. Genau, das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, wo man sieht in der aktuellen Lage, wo hat man Unsicherheiten und wie kann man die wieder rausholen. Was man jetzt hier zum Beispiel nicht sieht, sind so Intervalle außenrum, wo wir gerade schon über Konfidenzintervalle so gesprochen haben. Also was man ja oft auch machen wollen würde, ist, dass man dann so, also hier ist es eine relativ einfache Schätzung, aber man würde ja oft dann noch so Intervalle außenrum legen, wo man sich relativ sicher ist, wo die wahre Kurve liegen würde. Ist das, was man auch öfter auf Klimamodellen sieht, man ja auch immer so Balken, die was abschätzen, wobei die werden natürlich ganz anders ermittelt, aber damit kann man dann so ein bisschen umgehen, wenn man das weiß, wie man diese Karte liest, quasi, dass in diesem Bereich sich dann der tatsächliche Erwartungswert befindet. Genau. Und gerade so diese Kommunikation dann auch von Unsicherheit finde ich extrem wichtig, dass man nicht den Leuten so vorgaukelt, okay, das ist jetzt wirklich die absolute Wahrheit und wir sind uns ganz sicher, dass es so ist, sondern dass man dann auch das mitkommuniziert, dass man sagt, okay, wir sind uns jetzt nicht ganz sicher, in welchem Bereich das ist, aber wir glauben höchstwahrscheinlich in dem und dem Bereich. Ja, diese ganzen Visualisierungen sind so wahnsinnig ambivalent, oder? So kommt es mir immer vor. Also es ist auf der einen Seite ein unheimlich mächtiges Werkzeug, wenn man die Komplexität der Daten eben in so eine handliche Form, ja, man macht den Leuten das Bettchen hier, schön, könnt ihr euch einfach angucken, ich alles ist schon klar oder so. Und dann auf der... gleich holst du wieder den Fleck raus, ne? Nee, ich wollte gar nicht diesmal auf den Ludwig Fleck raus, sondern einfach nur die Tatsache, dass es so ambivalent ist. Es ist wirklich ein tolles Tool, auf das man nicht verzichten will. Und auf der anderen Seite, es kann so viel schief gehen. Ich meine, also wenn ich jetzt frei fantasieren dürfte, nicht, bei diesem, ich will das gar nicht schlecht reden. Das ist ein super Ding, was du als Beispiel gezeigt hast. Aber allein solche Details, was für Farben,
man dann welchem Graphen gibt oder so. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass Farben kein bedeutungsneutrales, oh, wir müssen die Graphen ja irgendwie auseinanderhalten können, also machen wir es über. Sowas gibt es nicht, ne? Sondern in Wirklichkeit steckt in jeder Farbe auch irgendeine Bedeutung drin und all diese Dinge. Und ich stimme dir total zu. Es ist irgendwie diese Unschärfen zu kommunizieren, nennen wir es vielleicht so oder sowas, ist so wahnsinnig wichtig, oder? Diese Aufrichtigkeit zu haben und dann die Story hinter der schönen Visualisierung zu erzählen. Also vielleicht darf ich dazu einmal was anmerken. Also ich finde es total wichtig, Unsicherheit zu kommunizieren, weil so ist Wissenschaft nun mal und ehrlich und offen mit allem, was noch nicht so klar ist. Aber es macht es natürlich auch unfassbar schwer. Also das merken wir ja schon so als Meteorologin, das merkt man einfach schon sehr lange an der Klimawandeldiskussion, da kann Henning bestimmt auch ein Lied von singen. Und das macht es halt natürlich denen, die sagen, das stimmt alles gar nicht, super leicht, weil die müssen ja nicht mit Unsicherheiten umgehen, die müssen ja nicht Methoden anwenden, Daten interpretieren und Unsicherheit kommunizieren, sondern die können einfach behaupten, stimmt nicht. Und ja. Also ein Beispiel, nur um das nochmal zu unterstreichen, was Claudia sagt, zeige ich die richtige Richtung, ja, ne, genau. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich will sie jetzt auch nicht zu sehr politisieren oder sowas, aber es gab von diesem Stefan Homburg, ist ein Professor aus Hannover, also ich bin schuld im Zweifelsfall, Videos und Berichte, die ganz stark rumgingen, ne, und das Interessante ist, dass der mit diesem RKI, also das sind, es ist wirklich eine Visualisierung gewesen, die das RKI auch gemacht hat selbst. Das ist unbestreitbar, ja. Ganz stark argumentiert mit diesem Verlauf von der Reproduktionszahl. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Wenn nicht, guckt es euch lieber nicht an. Es erspart euch Kummer und bringt nicht viel. Ja, ja. Und so, aber das ist wirklich, das finde ich, ist ein Schulbuchbeispiel dafür, nicht? Über die Suggestivwirkung dieser Visualisierung, weil, Entschuldigung, jetzt bleibe ich auf dem Thema hängen, aber es ist halt, es hat was miteinander zu tun, oder? Weil dieses Ganze, die Komplexität, was sind das für Daten, was ist vielleicht das Problem damit und wie gibt es da verschiedene Sichtweisen? Er das radikal wegkürzt und einfach diesen RKI-Graphen die ganze Zeit ins Bild hält und so, ne, als ob sich irgendwie das, was er sagen will, ne, seine Agenda, seine Message, jetzt direkt aus der Grafik ableiten lässt. Nee, tut sie nicht, funktioniert nicht. Ne? Aber dagegen anzukommunizieren, das ist natürlich dann die Härte. Also glaube ich, schwierig. So, Heidi, jetzt darfst du wieder was erzählen. Ja. Ja, vielleicht kann ich da gleich anschließen. Ich habe kürzlich so einen Tweet gesehen von, und der dann auf so einen Journalisten-Blogpost verlinkt hat, wo jemand geschrieben hat, ja, wir Journalisten müssen irgendwie uns Unsicherheitsvermittlungen ein bisschen genauer anschauen und wir müssen es lernen, besser zu machen. Und dann habe ich geantwortet, dass sie uns gerne Bescheid sagen sollen, den Forschenden, wenn sie es rausgefunden haben. Ich poste das auch mal ihr. Wenn sie was rausgefunden haben. Wie man dann Unsicherheit gut vermittelt an so den normalen Menschen, weil das halt extrem schwieriges Problem ist. Und ich sozusagen als Forschenden es nicht weiß und wenn ich das nicht weiß, dann oder jemand, der Statistik studiert hat und sich damit auseinandersetzt, finde ich das extrem krass zu fordern, dass Journalistinnen das können sollen. Also ich finde es natürlich wichtig, dass man versucht, in die Richtung zu gehen, aber es ist ein extrem schweres Problem. Und also, ja. Wolltest du noch weiter? Nee. Genau, also ich mache ja Öffentlichkeitsarbeit für eine Wissenschaftsorganisation und also was immer am einfachsten zu kommunizieren ist, sind irgendwie so Erfolgsgeschichten. So, die Wissenschaft hat festgestellt, ne? So, jetzt wissen wir irgendwie, keine Ahnung, jetzt haben wir ein Medikament dafür gefunden oder jetzt wissen wir, dass irgendwie es noch ein neues Elementarteilchen gibt und so. Und das sind so diese einfach zu kommunizierenden Storys, auch wenn die Wissenschaft dahinter krass kompliziert natürlich ist. Aber gerade in dem von Claudia angesprochenen Klimakontext ist es natürlich so, dass du extrem viel mit Unsicherheiten zu tun hast. Und in meiner Wahrnehmung gibt es aber auch schon wirklich eine Disziplin, die sich zum Beispiel Klimakommunikation nennt, wo sich wirklich viele Leute auch tummeln. Und da gibt es auch richtig so Kongresse zum Beispiel, die dann
wo du dann Klimaforschende hast, wo du Kommunikationsexperten hast, aber auch Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ist ja super. Ich war leider nicht da, aber letztes Jahr gab es diesen K3 Klimakommunikationskongress. Dann gibt es auch noch so Videos, die man sich noch angucken kann. Ich habe es leider in meiner To-Watch-Liste immer noch ungeguckt, wie so vieles. Aber ich glaube schon, dass es da Leute gibt, die da halt genau drüber nachdenken. Ich glaube jetzt nicht, dass sie da den Stein der Weisen gefunden haben, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht ein komplett unbeackertes Feld, Unsicherheiten zu kommunizieren. Ich finde zum Beispiel, dass die Leute, die klimafakten.de machen, da in dieser Klimakommunikation auch mit diesem Aspekt der Unsicherheit sehr guten Job machen. Wenn du jetzt irgendwie dann 100 Leute auf der Straße fragst, werden die wahrscheinlich auch noch nicht irgendwie erreicht worden sein mit diesen Inhalten. Und aber insofern, einerseits kann ich das, was du sagst, verstehen, dass du sagst, Journalistinnen und Journalisten können das nicht können. Aber andererseits finde ich auch, sie müssen es eigentlich können. Und eine gewisse Metakompetenz haben, jetzt nicht in den Details drin zu stecken, dass sie irgendwie da deine R-Programme nachvollziehen können. Aber dass sie schon irgendwie, wenn sie es aufschreiben oder Berichte darüber machen oder wie auch immer, dann schon auch ja, den Leuten klar machen müssen, dass das halt systemimmanent ist, dass du diese Unsicherheiten hast und dass es aber nicht jetzt irgendwie eine Unfähigkeit oder ein, wir wissen es noch nicht genauer ist, sondern dass es halt auch wirklich nicht weggeht, diese Unsicherheit. Und dass man damit halt leben muss und dass man damit aber auch ja, mit mathematischen und informatorischen Hilfsmitteln auch gut leben kann. Weil es kommen ja Sachen raus bei euch in der Wissenschaft. Mhm. Diese Algorithmen erkennen ja dann irgendwo den Darmkrebs, ne? Und insofern finde ich schon, dass man das kommunizieren kann. Nee, also vielleicht habe ich es auch ein bisschen stark ausgedrückt. Ich fand es nur super spannend, also prinzipiell, dass sich Journalisten damit auseinandersetzen. Und ich finde es extrem gut, dass es gemacht wird. Es ist nur, für mich ist es immer, wenn ich mir anschaue, wo kommt überall Unsicherheit rein, finde ich es immer total überwältigend. Und also es war jetzt überhaupt nicht, dass ich sage, die Journalisten, die können das nicht, sondern ich finde es total cool auch, dass du sagst, es gibt Leute, die sich speziell mit sowas beschäftigen, finde ich unglaublich cool. Und ich glaube, da können viele andere Felder noch davon lernen, was in der Klimaforschung gemacht wird. Weil, also ich glaube, in der Klimaforschung ist es vielleicht auch so, weil da so viel Skepsis herrscht, dass man da irgendwie speziell auf die Kommunikation achten muss. Und weil es halt auch so ein extrem relevantes Thema für alle Menschen ist, dass man da extrem drauf achtet auch. Und bei Corona geht's jetzt gerade weiter, ne? Da hast du jetzt, Entschuldigung, die Bekloppten, die jetzt irgendwie gegen eine Zwangsimpfung demonstrieren, wo es doch überhaupt keine Impfung gibt. Ja. Und die ganzen Impfkritiker, die sonst immer sagen irgendwie, ich will bloß nicht geimpft werden gegen Masern, die sehen jetzt halt mal, was passiert, wenn es mal keinen Impfstoff gibt. Ne? Mhm. Aber die Leute bleiben deswegen irgendwie nicht zu Hause, sondern reden laut und demonstrieren laut. Und demnächst gibt es wahrscheinlich auch irgendwie Flacherdler-Demonstrationen. Ich fürchte es jedenfalls. Ich will noch mal was Spekulatives sagen. Ich glaube, dass auch, wenn wir im Medium bleiben, also wenn wir uns Visualisierungen angucken von solchen Zahlen oder so, dass man auch innerhalb dieses Mediums noch was machen kann, dass da noch Luft nach oben ist. Also dass sozusagen die Kommunikation von Unsicherheit nicht eine sperrige Geschichte ist, die man so als Metatext außerhalb des Mediums dazu erzählen muss und die total hinderlich aufzunehmen ist oder so. Also hat ja auch niemand behauptet. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, wir können vielleicht noch besser visualisieren oder sowas. Also mir war vor ein paar Jahren mal was über den Weg gelaufen von Marian Dörck. Das ist ein Informationswissenschaftler, der an der Fachhochschule Potsdam arbeitet. Der hat so einen Visualisierungstyp, da spricht er von Informationsflaneuren oder Datenflaneure oder so. Und er spielt mit solchen Sachen rum, dass er sagt, okay, das ist jetzt die eine Visualisierung und das ist die andere. Und dazwischen mache ich eine Animation, sodass man sozusagen das Greifbare hat, was jetzt eigentlich der Unterschied ist und wie sich das eine zum anderen verändert und so. Und ich glaube, dieser Ansatz, dass man sagt, okay,
Man schöpft aus der Fülle der Daten, die wir ja haben. Ja, es ist ja ein Überfluss, es ist ja zu viel, sozusagen, daraus zu schöpfen und zu sagen, okay, hey, wie kann man all das, was da noch drinsteckt, an Unsicherheit, an verschiedenen Sichtweisen, vielleicht auch nochmal interessant ins Bild setzen und ins Verhältnis zueinander setzen. Da können, glaube ich, noch Generationen von Datenvisualisierern, von InformationsWissenschaftlerInnen, von, ich weiß nicht, StatistikerInnen. StatistikerInnen, klar. Ne? Das ist das Bindeglied. Das sind die Leute, die aus dem Daten schöpfen und überlegen, was das Entsprechende ist, was man da abfragt. Können da noch was dran machen. Das ist mein spekulativer Take nochmal dazu. Super. Ja, also ich glaube, das ist auch zum Teil, gerade also in der Forschung, auch wieder das Problem, dass wir halt immer mit dem Paper arbeiten und das halt irgendwie so ein PDF ist oder sowas, anstatt dass wir halt sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie im Internetzeitalter angekommen und wir machen halt eine Website, wo man irgendwie was Interaktives hat, wo man mit rumspielen kann und dann verschiedene Szenarien oder verschiedene Messfehler ausprobieren kann. Das geht alles, aber wir kommen da irgendwie nicht hin, weil wir immer noch so mental an diesem gedruckten Papier hängen. Das ist ein verdammtes Problem. Wissenschaftskommunikation, wir denken das so gespalten. Es gibt die interne Wissenschaftskommunikation, die seriös und mit langweiligen Graphen ist. Und es gibt die externe Wissenschaftskommunikation, wo wir ein Theater drumherum veranstalten, um das Eigentliche. Nee, so ist es nicht. Wahrscheinlich funktioniert es auf Dauer ganz anders. Nicht? Dass wir Sondern wie ist es denn? Ja, ich weiß es nicht. Löse jetzt mal unser Problem. Ja, jetzt in den... Nee. Ich weiß es auch nicht. Mal, ich schreib dich nicht so, bitte. Ja. Wir sind nah dran an der Lösung. Wir machen das als Cliffhanger. Du erzählst das bei der nächsten Story, weißt du, beim nächsten Stream. Dann müssen die Leute einschalten. Nee. Zu unserem Format würde ich auch sagen, okay, das erzählen uns jetzt unsere Zuschauer im Chatverlauf. Genau. Ja, Zuschauer, löst mal das Problem. Wo wir schon keine Ahnung haben. Genau, okay. Okay, dann kann ich jetzt auch als Cliffhanger oder so, wenn wir jetzt beim Cliffhanger sind, können wir ja dann zum nächsten Thema übergehen. Eine Frage hätte ich noch zum Thema Unsicherheit. Also wenn du ja bist ja quasi diejenige, die aus großen Daten oder aus Datenmengen dann irgendwie etwas rausholt oder Informationen rausholt, findest du, also wenn ich sowas mache, ich mache das nur in sehr kleinen Dimensionen. Also Meteorologie hat zwar große Datensätze, aber jetzt arbeite ich mit Bibliotheksdatensätzen, die sind klein. Und aber hast du dann manchmal auch das Gefühl, dass das eine große Verantwortung ist? Weil du entscheidest ja schon, also oder was du siehst und wie du da rangehst? Voll. Also absolut, das ist super scary. Also, also man hat, wenn man so ein Paper schreibt, hat man ja schon sehr viel Verantwortung. Und was ihr vorhin gesehen habt, das waren ja Ergebnisse von echten Menschen, also wo man Daten von echten Patienten nimmt und dann Auswertungen macht und dann basierend darauf irgendwann Entscheidungen trifft. Also bei mir ist es jetzt noch einigermaßen weit weg, weil das so sozusagen explorative Methoden sind, wo man jetzt erstmal nur Hypothesen für die Forschung wieder generieren will. Und dann sage ich halt immer dazu, hey, jetzt nehmt es bitte nicht als finales Ergebnis, sondern nehmt euch das als neue Überlegung für die Forschung und baut erstmal darauf noch eine Studie auf. Deswegen habe ich noch so ein bisschen das Glück, sozusagen, dass ich immer sagen kann, ja, aber ihr müsst jetzt echt noch eine Studie machen. Ja, ein bisschen delegieren. Ja, also ich habe da noch sozusagen dieses Glück, aber man hat natürlich extrem viel Verantwortung, wenn man so Studiendaten auswertet und wenn man da irgendwie Mist baut, dann, da geht es um Menschen, um deren Leben, um deren Krankheit und um deren Medikation. Und das ist natürlich extrem, viel Verantwortung. Ja. Gut. Also ich finde, das sehen viele, viele sehr selten, dass WissenschaftlerInnen durchaus auch so diesen Verantwortungsdruck haben, also den sich auch selber machen und den spüren. Genau, also das ist tatsächlich was eigentlich gänzlich unsichtbar ist, weil kommuniziert man ja jetzt auch nicht so viel nach außen, aber ich finde, das ist was wirklich Wichtiges, also weil WissenschaftlerInnen ja sehr verantwortungsvoll damit umgehen und diesen Druck auch wirklich merken. So, das wollte ich noch kurz mal gefragt haben, ob das bei dir auch so ist, weil bei mir war das damals auch ganz so, ja. Oh Gott, hoffentlich stimmt alles. Und aber machen wir doch Thema Nummer 3.
Thema Nummer zwei. Drei. Thema Nummer drei. Ach so, ja, das letzte haben wir ja quasi schon gemacht, ne? Ja, stimmt. Wir können okay. Das Problem von dem Übergang zu dem anderen Thema jetzt genau nochmal reproduzieren. Ja, genau. Als nächstes reden wir über Reproduzierbarkeit. Was ich noch ganz kurz machen würde für die krassen Nerds da draußen, ich schicke denen nochmal in den Chat ein Paper von einer Kollegin von mir, das unglaublich schön geschrieben ist und ganz viel erklärt über Unsicherheit. Also für alle, die jetzt noch nicht genug von Unsicherheit haben, die kriegen dann nochmal einen extra Schuss Unsicherheit mit Beispielen in verschiedenen Feldern. Okay, cool. Ganz toll. Genau, aber jetzt zum nächsten Thema, Reproduzierbarkeit und offene Wissenschaft. Was ist das? Und warum werden die beiden Themen so oft zusammen genannt? Und es ist wirklich also eine Frage, mit der ich mich schon so oft beschäftigt habe. Und wahrscheinlich nicht nur ich, weil man redet immer über diese beiden Themen irgendwie, als würden die so fest zusammengehören, aber es ist irgendwie gar nicht so klar, warum das so ist. Jetzt fangen wir mal an, erstmal darüber zu sprechen, was diese beiden Begriffe bedeuten. Oder? Ja. Genau. Also, was in letzter Zeit ganz viel berichtet wurde, ist über diese sogenannte Reproduzierbarkeitskrise. Und da habe ich auch noch mal einen Link, da können wir vielleicht uns die Webseite noch mal dazu anschauen. Also es gibt offensichtlich eine Krise in der Wissenschaft. Genau, der Link ist jetzt da. Mhm. Und da sehen wir gleich eine Webseite. Ja. Wo Forschende befragt wurden. Also wenn wir da mal ein bisschen runterscrollen, da gibt es so eine Grafik, da steht, ist there a reproducibility crisis? Also gibt es eine Reproduzierbarkeitskrise. Und man sieht, dass fast alle gesagt haben, ja, wir haben eine Krise oder zumindest eine kleine Krise. Mhm. Also man sieht irgendwie relativ stark, dass die Forschenden selber denken, da läuft irgendwas nicht so ganz richtig. Was bedeutet Reproduzierbarkeitskrise? Im Endeffekt heißt es so viel wie die Forschenden, also Forschende schaffen es nicht, Forschungsergebnisse von anderen Forschenden nachzumachen. Also sie kommen nicht auf die gleichen Ergebnisse, wenn sie versuchen, genau das Gleiche zu machen. Mhm. Und Reproduzierbarkeit ist auch wieder so ein Wort, das ganz viele verschiedene Definitionen hat. Und es ist auch ein bisschen verwirrend immer. Ich glaube, für heute können wir jetzt erstmal die Definition benutzen, dass bei Reproduzierbarkeit ist gegeben, wenn ein unabhängiger Forscher eine Studie oder ein Forschungsprojekt von jemand anders nachmacht und auf die gleichen Ergebnisse kommt. Also unabhängig würde ja schon reichen, ein anderes Lab. Also jetzt nicht dessen Doktorand, dessen Karriere von dem abhängt, sondern jemand, der woanders arbeitet zum Beispiel. Genau, ne? Ja. Genau. Und das ist jetzt irgendwie so ein Problem anscheinend. Und ganz viele Forschenden denken, irgendwas läuft da nicht so ganz richtig. Und irgendwie glauben wir nicht, dass Forschungsergebnisse reproduzierbar sind. So. Was hat das jetzt mit Open Science zu tun? Das ist jetzt erstmal nicht so ganz klar. Also Open Science oder offene Wissenschaft, die schon öfter hier zugehört haben, haben vielleicht schon öfter mal den Begriff gehört, weil ich da ja nicht die Einzige bin hier, die sich für das Thema interessiert. Also offene Wissenschaft, da geht es darum, dass halt Forschungsergebnisse offengelegt werden, aber auch andere Produkte, die in der Forschung generiert werden, also sowas wie Forschungssoftware, Daten, Protokolle, dass solche Sachen offengelegt werden. Und man kann natürlich da immer mehr oder weniger machen, aber je mehr man macht, desto sozusagen näher ist man an dem Ideal offene Forschung. Genau, und was hat es jetzt eigentlich mit das eine mit dem anderen zu tun? Und es ist irgendwie intuitiv erstmal so, vielleicht ist es klar. Und ich glaube, ganz viele Leute denken so gar nicht so mehr drüber nach. Aber für mich persönlich ist Open Science oder offene Wissenschaft ein Lösungsansatz für die Reproduzierbarkeitskrise. Also
die Tatsache, dass es einfach super schwer ist, den kompletten Forschungsprozess von jemandem anders durchzugehen. Also man fängt ja irgendwie an damit, dass man irgendwie ein Experiment plant und das dann irgendwie durchführt. Und allein dieser Teil ist ja schon super kompliziert. Und wenn man da ein bisschen was anders macht, kann auch gleich was anderes rauskommen. Und dann, wie geht man mit den Daten um? Wie geht man mit fehlenden Werten um oder Messfehlern oder so? Welche Methoden benutzt man, um die Daten auszuwerten? Das alles, überall sind so kleine Entscheidungen drin, die dann natürlicherweise irgendwie zu einem anderen Ergebnis führen können. Und je offener die Forschung ist, also je mehr sie sozusagen Preis gibt von dem, was in dem Prozess passiert ist und welche Software benutzt wurde, welche Daten, wie die Daten aussehen, die benutzt wurden, desto leichter ist es natürlich, das nachzumachen. Also für mich ist es dann in dem Sinne total klar, warum Open Science irgendwie ein Lösungsansatz ist. Macht das Sinn? Ja. Ich fand es sehr überzeugend hergeleitet, ja. Ihr müsst ja auch nicht überzeugt werden. Das stimmt. Nee, das ist wahr, ja, das ist richtig. Also ich habe ja, also der Dienstagsdrosten, also von vor 2 Tagen, da war das perfekte Beispiel für mich drin, der dann irgendwie sagte, ja, die Daten der Heinsberg-Studie sind ja noch nicht draußen, und der wollte aber wenigstens mal, also die Daten nicht, sondern nur der Text, das Paper. Und er wollte halt irgendwie die Zahlen mal nachprüfen, und dann sitzt ein Professor Drosten nachts da und zählt Punkte auf einer Abbildung. Und da kriege ich ja einen Föhn von. Also das wäre ja viel einfacher gewesen, wenn die Daten da gewesen wären. So, und das ist ja zeitraubend, das ist kein guter Einsatz für ForscherInnen, diese Zeit dann nochmal zu investieren. Und ich glaube, das fand ich ein super Beispiel dafür, dass wir Daten haben müssen, um zum Beispiel eben sagen zu können, ah ja, ich komme mit meiner statistischen Methode auf eine ähnliche Zahl. Aber dafür brauche ich natürlich die Daten. Voll. Ja. Da habe ich so da gesessen. Und ich habe übrigens heute versucht, ein Video zu finden, das die Reproduzierbarkeitskrise auf Deutsch erklärt. Und ich habe keins gefunden. Also wenn da draußen irgendjemand zuhört oder auch hier drinnen, die oder der gerne mal ein cooles Video machen will, dann es gibt eine Lücke. Aber darf ich mal reden, fragen, mhm. Diese Reproduzierbarkeitskrise, darüber reden wir auch schon ein paar Jahre, oder? Also in meiner Wahrnehmung, ich kann mich erinnern, 2012 habe ich bei Helmholtz angefangen, und da war auch gerade irgendwie, ich glaube von Ed Young oder so, irgendwie ein großer Artikel in irgendeinem amerikanischen Medium gewesen. Ja. Jetzt hast du hier einen Nature-Artikel von 2016 mit beigebracht, auf die Gefahr hin, dass ich immer derjenige bin, dem es nicht schnell genug geht. Ist da auch was passiert in den letzten 7 Jahren? Ja. Würde ich jetzt schon sagen. Also, Also wir sind offener geworden, würde ich sagen. Und es gibt mehr Druck, auch offen zu arbeiten. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Forschungsgelder bekommst von der EU, dann musst du schon mal zwangsweise dein Paper Open Access zur Verfügung stellen. Das ist so mal der erste Schritt. Das ist so auch wahrscheinlich einer der einfacheren, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Genau, und dann Daten? Bitte? Und die Daten? Genau, und dann gibt es halt ganz viele, es gibt jetzt Journale mittlerweile, die sagen, okay, du musst, wenn du bei uns publizieren willst, musst du die Daten mit veröffentlichen. Sofort. Außer du hast einen guten Grund, warum du es nicht machst. Also es gibt ja auch personenbezogene Daten oder so, ja. Genau, also es gibt ja auch Szenarien, wo man sagt, okay, da gehen Daten, will man jetzt vielleicht nicht unbedingt immer überall preisgeben, oder ja. Ich wollte nochmal auf den Chat hinweisen. Mr. Prosser hat nämlich da was Schönes geschrieben. Also wenn die Ergebnisse von 2 Gruppen nicht übereinstimmen, heißt das, dass es Unsicherheiten gibt, die man nicht kennt. Wenn man danach geht, hat man auch wieder was gelernt. Muss also im Prinzip nichts Schlimmes sein. Das ist nochmal ein guter Punkt. Ja, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Also wenn irgendwas nicht reproduzierbar ist, heißt es nicht unbedingt sofort, dass es falsch ist. Mhm. Also, weil wenn die 2 Forschungsgruppen sozusagen einfach ein bisschen unterschiedliche Wege gegangen sind
und dadurch auf unterschiedliche Ergebnisse kommen, dann bedeutet es vielleicht auch einfach, dass man die Ergebnisse auch anders interpretieren muss. Also, oder es kann ja genauso gut sein, dass die zweite Gruppe das nicht so ganz richtig gemacht hat oder einfach anders gemacht hat. Aber also nicht Reproduzierbarkeit bedeutet nicht, dass es falsch ist, die Forschung an sich. Und es bedeutet auch nicht, dass die Forschenden gemogelt haben, sondern es bedeutet nur, dass halt die unterschiedlichen Gruppen auf unterschiedliche Ergebnisse gekommen sind, aus welchem Grund auch immer. Ja, also es bedeutet nicht notwendigerweise, dass es da was falsch gelaufen ist, aber in meiner Wahrnehmung ist doch ein Teil der Reproduzierbarkeitskrise, ist doch auch, dass selbst in denselben Labs vom selben Team, dann aber von anderen Leuten mit denselben Instrumenten Ergebnisse nicht nachvollzogen werden können, wenn man sie dann 3 Jahre später nochmal macht. Oder ist das nicht Teil der Reproduktionskrise? Und das riecht ja dann einfach danach, als ob da schlechte Wissenschaft gemacht worden ist beim ersten Mal, oder? Ja und nein. Also ich glaube, Forschung insgesamt ist halt extrem kompliziert und du hast halt so unglaublich viele Schritte. Also ich gehe immer tendenziell davon aus, dass die Leute versuchen, gut zu arbeiten und dass es halt oft einfach sehr, sehr schwierig ist. Das hängt auch davon ab, wie gut Leute zum Beispiel mit Software umgehen können und wie gut Leute dokumentieren können, wie die einzelnen Schritte funktionieren. Aber ja. Ist auch vielleicht etwas... Also manchmal weiß man gar nicht, dass eine Veränderung, die man gemacht hat, als Forscher, wenn man was verändert hat, dass das eine Auswirkung hat. Also ich bin zum Beispiel von meiner Uni, wo ich die Diplomarbeit gemacht habe, mit meiner Software umgezogen zu meiner Uni, wo ich die Doktorarbeit gemacht habe. Und ich habe das Programm auf dem anderen Großrechner gestartet und die Ergebnisse waren leicht anders, weil das halt andere Nodes, andere Software, also andere Hardware-Architektur war und dann gibt es immer ganz, ganz leichte, winzige Fehler, aber also Abänderungen, weil das halt nun mal einen Einfluss hat auf das Modell und wenn man das nicht weiß, so, ne, dann, also man, diese Fehler, die da quasi entstehen, da muss man wissen, wo kommen sie denn her und ich finde dieses, wo kommen sie denn her rauszufinden, ist echt spannend und wenn wirklich in einem Labor so mit 2-mal demselben Messgerät was Unterschiedliches rauskommt, was war denn anders? Klar, also es kann durchaus sein, dass jemand mal gegen die gute wissenschaftliche Praxis verstößt. Also hat ja hier auch jemand geschrieben, Horst, die hatte gesagt, ob die dann anfangen, die Daten zu fälschen, wenn sie sie veröffentlichen müssen. Das ist ja auch schon passiert, bevor sie Daten veröffentlichen mussten. Nur konnte man es ihnen da nicht nachweisen. So einfach. Ne? Also Laborbücher waren ja immer weggesperrt und man konnte froh sein, wenn es nach 10 Jahren noch irgendwo rumlag. Und ich möchte noch was hinzufügen. Ich meine, wir hatten jetzt so ein bisschen abgehandelt, es muss nicht eine bösartige Intention der Forschung sein. Wir waren jetzt darauf eingegangen, es hat viel mit Skill zu tun, ja, und überhaupt zu verstehen, wo der Fehler, oder Fehler passt vielleicht in dem Zusammenhang nicht genau, also wo sich der Punkt einschleicht, der die Reproduzierbarkeit verhindert, ja, der irgendwie... Das ist eine Sache. Und dann, das klang jetzt gerade bei Claudia auch schon an, zu Recht, fand ich, sagt das was aus über unsere Forschungsinfrastruktur. Also es ist nicht nur alles auf der Ebene des Individuums, also wir brauchen ehrliche, skillvolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern es hat was zu tun mit unserer Infrastruktur. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Ich glaube, dass das bei vielen, also wir haben jetzt immer wieder gesprochen, auch von Software oder so. Es ist uns gar nicht klar, was für ein komplexer Stack von Software ist, mit dem wir arbeiten. Ja, und was da alles dranhängt und was für komplizierte Ketten von Software wir im Alltag die ganze Zeit schon haben. Ja, also ein Lieblingsbeispiel, ich kann gleich nochmal die Quelle finden. Ich habe es jetzt nicht parat, aber es gab ein Beispiel, wo mit einem Magnetresonanzscanner, also von Biomedizinleuten Bilder erzeugt worden sind, wo es um Krebstumore gibt oder sowas. Und dann konnte man gucken, wie die gleiche Software, die bildgebende Software, ja, ein Bild rausgibt, was von den Medizinern unterschiedlich interpretiert wird, je nachdem, aus welcher Version der Software das Bild kam. So, und jetzt kommt's noch. Die Pointe kommt noch. Und dann haben sie auch noch in den Vergleich einbezogen, gibt es eine Studie dazu, haben sie auch noch in den Vergleich einbezogen, verschiedene
Betriebssysteme, auf denen die Software läuft. Und auch da sind die Bilder also signifikant, sodass wirklich die Leute in der Diagnose dann zu verschiedenen Ergebnissen kommen, unterschiedlich, ja. Ist auch nicht so ganz unnachvollziehbar, weil klar, du hast natürlich, wenn du Bilder produzierst, das ist so kompliziert, du greifst auf irgendwelche Bibliotheken zurück im Betriebssystem, da gibt es Unterschiede, ja, und dann kommst du sowas. Und das dann, also sagen wir mal so, ne, man kann irgendwie eine Menge über Openness sagen, das ist ein großer Teil davon. Man kann auch ganz bescheiden sagen, es geht auch viel um Modularität und überhaupt erstmal zu verstehen, was für einen Stack man da vor sich hat und welche Teile da ineinander greifen. Und dann ist man auch wieder bei dem, was auch schon gesagt worden ist, zu Recht, Sachen dokumentieren. Ja, es ist dann letzten Endes doch auch wieder Verantwortlichkeit der Leute, dass sozusagen ihr ganzes Environment, also hier, das ist eigentlich das Paket, mit dem ich gearbeitet habe, mit allen kleinen und großen Teilen, idealerweise abzuliefern und sagen, hier bitte, drück auf den Play-Knopf und dann kannst du nochmal reingucken, wo du auf den Play-Knopf gedrückt hast. Ne? Es ist kompliziert. Darf ich dazu eine Anekdote erzählen? Ich habe ein Software-Modul geschrieben, das da geht es um Wettdeposition von Staub in der Atmosphäre. Aber ich habe da so ein Modul geschrieben und ich hatte das wunderbar dokumentiert, über 20 Seiten, das die Software-Dokumentation gemacht und erste Auswertung und Analysen, aber ich war nur sehr kurz in dem Projekt. Und dann habe ich diese ganze Auswertung und Dokumentation, weil das war nicht publizierungswürdig, noch nicht quasi weitergegeben an den Professor für die nächste Person, die auf diese Stelle kommt. Und ich bekam 2 Jahre später eine Nachricht von dieser Person, die auf dieser Stelle dann saß und die sagte, boah, du, weißt du noch, wie du die Variable genannt hast und warum und was die eigentlich bedeutet? Und ich so, ja, hast du denn nicht die Dokumentation angeguckt? Und er so, Dokumentation? Wie viel Zeit da drauf gegangen ist, weil er versucht hat, mein Programm zu verstehen, für das ich eine ausreichende Dokumentation erstellt hatte. Das hat mir die Augen geöffnet, was interne Dokumentation auch nochmal angeht für Reproduzierbarkeit von Ergebnissen. Also dass ich genau dokumentiert hatte, auf welcher Architektur habe ich das gemacht und wie. Also der Prof hat die nicht weitergegeben Person war gar nicht davon ausgegangen, es hätte überhaupt eine geben können oder die ist einfach verschütt gegangen? Oder? Er ist nicht davon ausgegangen, dass es so etwas gab und der Professor hat nicht darauf hingewiesen oder weitergegeben, dass es sie gab. Und okay, aber jetzt nehme ich euch mal, also wir haben diese Reproduktionskrise und ihr deutet hier, wollt mir so ein bisschen verkaufen, wenn wir offene Wissenschaft machen und dann wird alles gut. Also ich nehme euch mal mit in eine wunderbare Zukunft. Da werden alle Studien, die gemacht werden, werden präregistriert. Es wird immer ein Forschungsdesiderat formuliert. Dann wird das alles genau dokumentiert. Die Software wird dokumentiert. Es steht alles unter offener Lizenz. Die Daten werden veröffentlicht sofort. Das wird Golden Open Access, die Paper veröffentlicht. Die ganzen Programme werden veröffentlicht, stehen unter offener Lizenz. Was braucht man noch? Wie heißt das, diese Erklärung, ob man irgendwie ein Interesse daran hat oder nicht? Ach so, Interessenskonflikt. Ja, genau, wenn alle komplett aufgedeckt so und jetzt leben wir in dieser Welt und jetzt sagt ihr mir, dann gibt es keine Reproduktionskrise, oder? Doch, das ist die These, glaube ich, nicht, Henning, oder? Nee. Ich glaube, das würde niemand behaupten, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber selbst dann gäbe es, also einfach, es gibt kein Geld für Reproduktionsforschung. So. Weißt du, also wenn jemand sagt, ich möchte das, was der jemand anders schon rausgefunden hat, nochmal überprüfen. Okay, weiter. Also meine Welt ist noch anders, meine Welt ist noch besser. Also in meiner Welt gibt es Credit Point Systeme für Programmieren, Daten, für gute Dokumentation von Software, für Reviews, die du schreibst. Es gibt also Credits für alles Mögliche und das wird dir bei deiner Karriere auch alles anerkannt. So. Oh, wow. Ja, kann ich die Welt nehmen? So? Milch und Honig fließt noch außerdem. Ja. Also würde ich sofort nehmen. Ja, also ich glaube ganz ehrlich, ich hätte sehr viel Zeit gerne mal investiert in das Nachvollziehen von Ergebnissen anderer, wo ich keine Zeit hatte für, als ich noch sehr viel geforscht habe. Aber ich weiß nicht, ob das natürlich bei allen so ist. Aber ich hätte auch Punkte für in meiner Welt. Ja.
Ich weiß, aber Lambert schüttelt den Kopf, komm. Ja, Lambert ist skeptisch. Ja, danach bist ich glaube, du bekommst natürlich die, also ich will mal auf die ökonomische Ebene kurz leuchten. Also du kommst natürlich nicht weg davon, dass Leute dir eine Softwareumgebung hinstellen und sagen, hey, das ist so praktisch, Henning. Du brauchst nur noch deine Daten da rein, auf den Knopf drücken und die wunderbare Visualisierung kommt, fällt hinten raus oder sowas. Die Wahrheit. Und, die Wahrheit in Form einer tollen Visualisierung oder Zahl. Eine Zahl. Nee, auf jeden 42. Fall. Das ist ein Riesenproblem. Und das ist eine Ambivalenz, die man auch nicht so schnell los wird. Weil auf der anderen Seite ist natürlich dieses, dass man bequem irgendwie die Technik beherrscht und eine mächtige Maschine hat, die ganz viele vormals komplizierte Einzelmodule ineinander vereint, ist ja cool auch, nicht? Aber wir haben, also ich sehe im Moment, jetzt geht die Diskussion los mit den elektronischen Laborbüchern, nicht? Wo wir irgendwie, wo natürlich ein Wahnsinnspotenzial drin steckt für Automatisierung und auch Reproduzierung machen und sowas. Und dann erscheinen natürlich solche Firmen wie Elsevier auf der Bildfläche oder so und wollen dir da irgendwie ein proprietäres Ding, was alle deine Probleme im Labor löst, hinstellen. Was sagst du dazu? Oder kommt das in deinem das müsste in deinem Utopia dann auch vorkommen, Henning, dass man darüber aufgeklärt ist und dann von so einer Firma verlangt, nee, ich will das modularisiert haben und ich möchte, dass es ersetzbare Teilchen sind und ich will die Transparenz, die vollständige Transparenz. Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Henning macht die gute Welt. Heidi, was möchtest du noch in der perfekten Welt haben? Schoki. Ja, gut. Schoki. Reputationssystem aufgebaut auf Schoko. Ich find, das ist eine gute Sache, eine ForscherInnen-Flatrate auf Schokolade. Oh. Ja. InformatikerInnen, die verwandeln Pizza und Kaffee in Software. Bei ForscherInnen läuft das auf, wie war das? Wise Guys und Schokolade. Mm, ja, also, großartig. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehen darf auf Utopia, wie wir es gerade uns überlegt haben, ich glaube, dann hätten wir schon sehr, 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 sehr viele Probleme gelöst. Ja. Also, es würde sicherlich immer noch dazu kommen, dass manchmal Ergebnisse nicht reproduzierbar sind. Aber da gibt es ja dann, wenn wir, ach, so toll, Themen greifen so schön ineinander, es gibt ja immer noch die Unsicherheit in der Natur. Und die kriegst du halt nie weg. Und da kannst du halt immer mal unglücklich deine Daten gesammelt haben und du bekommst ein anderes Ergebnis als die andere Person. Deswegen, und das ist dann der Moment, wo man sagt, okay, es ist alles von allen richtig gemacht worden und man konnte auch voneinander lernen, wie man es richtig macht. Aber die Natur hat halt trotzdem ihre Schwankungen und dadurch konnte man es nicht reproduzieren und das ist dann auch okay. Also es ist ja, wie gesagt, nicht unbedingt falsch, nur weil es nicht reproduzierbar ist. Und dann ist es auch keine Krise mehr, weil dann ist es einfach die Natur der Sache. Aber im Moment, was wir halt im Moment sehen, sollte nicht die Natur der Sache sein, weil halt so viel nicht reproduzierbar ist und weil so viel offensichtlich in der Vergangenheit nicht perfekt gelaufen ist. Und es bedeutet jetzt nicht, dass die Forschenden alle schlechte Arbeit gemacht haben, sondern einfach nur, dass es unglaublich schwer ist, Sachen zu reproduzieren, wo die Details nicht offen verfügbar sind und wo man einfach nicht so genau nachvollziehen kann, was die wirklich im Detail gemacht haben. Ja. War das das Schlusswort? Ich möchte nochmal eine Frage stellen, die für mich echt noch offen geblieben ist. Mhm. Also wir haben über das Utopia gesprochen, so ein bisschen, wie es besser aussehen könnte. Dieses Problem mit der Reproduzierbarkeitskrise oder das Reproduzierbarkeitsproblem, ist das eine Sache, von der alle, also zum Beispiel jetzt auch die Corona-Krisen interessierten Zeitungslesenden und so, wissen müssen? Ist die Reflexionsebene das, was da raus muss in die Welt oder so? Oder ist das übertrieben? Ist das ein internes Nerd-Problem von der Forschung? Nee, würde ich echt gern wissen. Ich weiß es nicht. Da bin ich tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits, wenn man sozusagen sagt, okay, wir haben ein massives Problem in der Forschung und das ist alles nicht reproduzierbar, da gibt man natürlich extrem viel Futter für die Verschwörungstheoretiker und die Klimaleugner da draußen.
Also, weil, also die nehmen das natürlich gerne und sagen dann, ja, das ist ja eh alles Humbug, was sie da machen. Gleichzeitig finde ich das natürlich schon wichtig, dass die Öffentlichkeit weiß, wenn irgendwie Sachen nicht so gut laufen und aber auch dann gleich zu hören kriegt, wie man es besser machen könnte und dass dann auch Druck aufgebaut wird. Also dadurch, dass Druck da ist, verändern sich ja auch erst Sachen und verbessern sich Sachen. Also ich glaube, dass es schon extrem wichtig ist, dass die Allgemeinheit weiß, dass es diese Diskussion innerhalb der Forschungsgemeinschaft gibt und dass man von außen und dann auch über die Politik und die Geldgeber für die Wissenschaft auch einfach Druck aufbaut, dass bessere Forschung gemacht werden muss und dass Gelder nicht verschwendet werden dürfen für Neuerfindung des Rades, weil man nicht die Ergebnisse oder die Teilergebnisse von anderen Leuten nutzen kann. Mhm. Ja. Andere Meinungen? Weise Worte, ja. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir sinkt die Konzentration. Ja, ich fand das auch so ein gutes Schlussstatement eigentlich von Heidi gerade schon. Also ich glaube, haben wir unheimlich viel von dir mitgenommen heute. Ja. Echt cool. Ja, ne? Ja. Sehr schön. Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Also, Wissenschaftskommunikation, ja. Yay. Ein komplett unreproduzierbarer Forschungsstrom, weil das so... Ja. Und das Tolle für uns, drei Fragezeichen, war ja, wir mussten uns überhaupt nicht vorbereiten. Also ich zumindest habe mich überhaupt nicht vorbereitet, ihr vielleicht schon, aber wir haben einfach die Heidi als Gästin eingeladen und das hat super funktioniert. Und insofern, wo muss ich zu Heidi zeigen? Da? Ja, korrekt. Also das könnte euer Platz sein, liebe Forscherinnen und Forscher, die ihr uns jetzt zuguckt. Claudia, du zeigst in die falsche Richtung. Nein, ich zeige bei mir auf die richtige. Also. Okay. Das ist ganz wir haben vielleicht noch mal ein Plätzchen frei hier. Ja, wenn genau. Ihr was zu erzählen ja, genau, habt, genau. Würde ich jedenfalls mal so komplett unabgesprochen jetzt hier mal in die Sendung rein. Ja, doch, ballern. Also wir freuen uns über Initiativbewerbung. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass das, was ihr macht, aber überhaupt nicht cool genug ist und nicht ambitioniert genug ist für uns, dann irrt ihr euch wahrscheinlich und es ist das doch. Deswegen macht das mal. Fight the Imposter Syndrome. Yay. Genau, ja. Cool. Ja, ja ganz herzlichen Dank, das war super. Ja, danke euch, dass ihr mich hier einfach so reingeholt habt. Ich habe ja mich quasi ein bisschen aufgedrängt. Großartig, so hervorragend. Ja, so muss das sein. Cool, ja, ganz klasse. Ja, danke. Gut, dann, wo kann man dir dich denn verfolgen, wenn man bei dir up-to-date bleiben will? Ah, genau. Ich schicke euch mal mein... Link zu meinem Twitter-Account. Da kann man eigentlich am besten Machst hören. Du keinen Podcast oder so? Noch nicht. Kein Twitch-Kanal? Nee, Mann. Noch nicht, Mensch. Muss alles noch mal wissen. Ah ja, ich lese mal vor. Hier, den Twitter. Na. Ja, Heidi Bayer, genau. Ja, genau, also da kann man mich momentan verfolgen und vielleicht habe ich irgendwann auch mal sowas Fancyes wie ihr oder ich bin ja auch so ein krasser Podcast. Wie hast du es auf deinem T-Shirt stehen? Podcast Addict. Genau. Okay. Das will ich auch voll. Was ist denn dein Podcatcher? Wie hörst du Podcasts? Wie heißt er? Das ist eine gute Frage. Lass mich mal kurz gucken. Wir können in der Zeit natürlich auch schon mal unseren letzten Tagesordnungspunkt wie immer besprechen, der nächste Datum. Dann kannst du derzeit suchen und noch die Podcasts. Serious suchen. Business hier. Ja? Ich habe es Pocketcasts. Ah, ja, okay. Ah, ja, genau. Ja, früher hatte ich Beyond Pod, aber irgendwie fand ich dann Pocketcasts ein bisschen angenehmer zum Benutzen. Ja, okay. Ja also ich benutze ja Podcast Addict. Ach so. Ach so, das ist Android. Das ist, ach so, okay. Ja, okay. Ja, Kinders, was machen wir? 4 Wochen? 3 Wochen? 2 Wochen? 1, 2, 3. Wir bleiben auf dem Donnerstagtermin, oder? Ja. Da gab es bisher keine Proteste, ne? Nö. Also der 4. ist bei mir, da ist nichts. Da ist nichts. 4. Juni. Ja. 4. Juni klingt gut. Ja. Klingt gut. Guck mal, das ist perfekt. Also als Hörerin kann ich sagen, dass ich Donnerstagabend auch gut finde, weil dann ist irgendwie so der kleine Freitag. Und da kann man, sowohl... Warum ist der kleine Freitag? Haben wir schon Sendungstitel fürs nächste Mal. Toll. Sehr gut. Kleine Freitag im Random Forest.
Ja, genau. Oh. Nein, das klingt blöd, oder? Das klingt nach einem Kinderbuch. Ja. Ja, der kleine Freitag hat sich im Random Forest verlaufen. Mhm. Ah, okay, gut. Und Schuld ist die Reproduktionskrise. Ja. und was rettet ihn? Open Science. Yes! Okay, ich sehe schon, wir werden noch Kinderbuchautoren. Ja. Gut, aber dann würde ich sagen, dann sagen wir mal hier eine gute Nacht und schönen Abend. Danke euch und danke allen, die zugehört und fleißig mitgeschrieben haben und Fragen gestellt haben. Danke an den Chat. Ja. Genau. War eine Freude mit euch. Sorry, dass ich den Chat nicht gelesen habe, aber es war mir zu stressig. Kein Problem. Ja. Wir haben ein Auge. Gut. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.